Willst du anfangen? Ich fange mal an. Okay. Ich glaube, die erste Frage ist ganz interessant. Bekomme ich auch immer mal wieder gestellt. Warum sehe ich manche Tracks in Playlists und mein Kumpel nicht? Mhm. Das ist auch eine Frage, die jetzt nicht nur uns bei Dictus regelmäßig gestellt wird, sondern mir auch von den Artists auf meinem Label ständig gestellt wird. Spotify hat einige ihrer Editorial Playlists auf personalisierte Playlists umgebaut. Ne? Im Fachjargon nennen einige Leute das Algotorial. Warum? Weil es dann im Endeffekt ein Mix aus einer Editorial Playlist ist, so wie wir sie kennen, und einer algorithmisch generierten Playlist ist. Ja? Der Hauptunterschied zwischen so einer klassischen algorithmischen Playlist, wie zum Beispiel Release Radar oder Radio zum Beispiel, ist, dass die Tracks in dieser personalisierten Editorial, in dieser Algotorial, trotzdem von Kuratoren ausgewählt werden. Ne? Jetzt kann man grob sagen, wenn eine Playlist 100 Spots hat, dann wählt der Spotify-Kurator deutlich mehr Tracks aus. Keiner weiß genau, wie viele. Ich persönlich, aus dem persönlichen Gefühl heraus, würde sagen, vielleicht das Doppelte. Und dann kann man sich das ein bisschen so vorstellen, dann ist ein Backlog an Tracks, der algorithmisch rein und raus wandert. Und so siehst du nach deiner Hörgewohnheit einen Track, den ich vielleicht nicht sehe in der Playlist. Perfekt erklärt, würde ich sagen. Was aber vielleicht, sorry, bitte. Alles gut. Was vielleicht ganz wichtig noch zu erwähnen ist, ist, dass es in diesen personalisierten Playlists trotzdem noch ein paar feste Spots gibt. Ne? Mhm. Also zurück zum Beispiel, Playlist hat 100 Tracks, dann sind vielleicht 10 oder 15 Tracks immer fest an dieser Position. Und die anderen 90 Tracks, 85 Tracks, ja, die wechseln eben ihre Position je nach Hörgewohnheit der Person, die auf die Algotorial, personalisierte Editorial geklickt hat. Und während das natürlich für viele Labels und Artists eine große, große Chance darstellt, ganz einfach, weil der Backlog an Tracks, die jetzt auf eine Editorial kommen, größer ist, ist es natürlich auch der Fall, dass so eine Position in diesem algorithmischen Status der Playlist ein bisschen weniger Streams bringt, als er jetzt früher gebracht hätte. Ne? Also siehst du jetzt deinen Track auf Platz 35 zum Beispiel, dann sehe ich ihn eben zum Beispiel auf Platz, weiß ich nicht, 68. Ja, oder gar nicht. Oder gar nicht. Fall, ja. Und dementsprechend macht der Track dann da einfach ein bisschen weniger Streams, als wäre der einfach grundsätzlich auf Position 35, ja, so wie das früher der Fall war. Deshalb, also für mich ein großer Sieg, ganz einfach, weil es mehr Chancen für alle gibt. Und es gibt ja da auch ein paar Strategien, wie man da ein bisschen mitarbeiten kann. Können wir gleich noch drauf eingehen. Ich glaube, grundsätzlich ist es ja aber auch was, woran Spotify verstärkt auch, glaube ich, dran arbeitet. Also ja, immer mehr Playlisten werden ja auch in diesen Algotorial-Zustand, glaube ich, geswitcht. Ja. Ich glaube, alles in allem ist es halt auch wirklich was Gutes, weil du einfach auch diesen steigenden oder mit diesem steigenden Musikkatalog, der da jeden Tag irgendwie auf den Markt kommt, viel, viel besser mit klarkommst und auch ein Stück weit, ja, mehr Leuten einfach die Chance gibt, editoriell irgendwie auch stattzufinden. Mhm. Aber man merkt natürlich schon auch, gerade auch in der Performance auf den Playlisten, dass du, wenn du in diesem algorithmischen Zustand oder Algotorial-Zustand eben bist, dass es deutlich schwächer performt als, ja, jetzt zuvor. Aber ich sehe das gerade im Bezug jetzt auch auf, sag ich jetzt mal, umstrittenere Genres, die einfach von Leuten komplett unterschiedlich interpretiert werden, sehr interessant, also unter dem Aspekt. Beispielsweise Techno. Wir haben eine eigene Techno-Playlist, ja, die wir eher nach diesem Beatport-Techno kuratieren. Die findet ja zum Beispiel auf Spotify, findet die schon statt, ja, aber wir merken ja, wenn wir andere Techno-Playlisten analysieren, dass es ja eher so dieses TikTok-Techno, dieses kommerzielle, ja, neuartigere Techno ist, was da gesucht wird und was von den Hörern auch gehört wird. Ich könnte mir halt vorstellen, dass auch gerade eben langfristig dann vielleicht auch so eine Techno-Bunker über diese
ja, Hörgewohnheiten der einzelnen Listener dann eben auch eine Technobunker entsprechend unterschiedlich kuratiert. Dass es dann eben sowohl den TikTok-Hörer abholt, als auch eben den Beatport-Techno-Hörer. Und im Endeffekt beide Genres so ein Stück weit, wo es das Gleiche im Endeffekt sein sollte, bedient und den Hörer auch glücklich macht. Keine Ahnung, ich hab's im Gefühl, dass das so ein bisschen die Entwicklung ist. Ich finde es total clever, weil ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht. Also gerade das, da kann man ja dann auf Spotify-Seite tatsächlich sagen, okay, in den Techno-Bunker, ja, da sucht man sich 100 Tracks aus, die sind in diesem Techno-Stil, 100 Tracks aus, die sind in diesem Techno-Stil und 100, die sind in diesem Techno-Stil. Und dann kann man ja praktisch, dann wird algorithmisch sowieso reingeschoben, was eben deine Hörgewohnheit ist. Das finde ich schon ganz schön clever. Ja. Aber gehen wir mal auf die Strategien ein. Also ich glaube, in deinem Panel-Talk auf dem BDME hast du ja auch schon drüber gesprochen, aber da gibt es ja schon so ein paar ja, nette Geschichten, die man da machen kann. Ja, also wie gesagt, die Performance zwischen so einem festen Spot auf der personalisierten Editorial und einem beweglichen, algorithmischen Spot auf dieser personalisierten Editorial, die variiert schon stark. Also eins meiner Lieblingsbeispiele ist die Lo-Fi Beats, da sind ja 800 Tracks drin und ich glaube, lass es die ersten 20 sein. Ja. Die fix sind. Der Performance-Unterschied ist wirklich drastisch. Klar ist es immer noch auf hohem Niveau, also wenn du in diesem algorithmischen Zustand bist, je nachdem, wie gut dein Track funktioniert, machst du da trotzdem deine 2.000, 3.000, 4.000 Streams am Tag. Aber hast du eben so einen Fixed-Spot, dann sind wir eben beim Zehnfachen. Also wir sehen da teilweise 60.000 Streams am Tag. Und so ist der Unterschied der Performance. Ja? Wenn ihr, die jetzt gerade zuhört, wenn ihr mal auf so einer personalisierten Editorial landet, ja, dann misst Spotify ja mutmaßlich auch die Performance des Tracks innerhalb dieser Editorial. Und während es früher schon eine gute Idee war, Werbung auf eurem personalisierten Editorial-Link zu schalten, wenn ihr dann mal so ein Feature bekommt, ist es jetzt eben noch ratsamer. Wenn ihr also auf so einer personalisierten Editorial landet, dann kriegt ihr in Spotify for Artists einen personalisierten Editorial-Link. Was ist das? Das ist praktisch ein Link zu der Playlist. Und wenn ihr da draufklickt oder irgendjemand da draufklickt, dann kommt die Person zur Playlist und euer Track ist auf der 1 und fängt als erstes an zu spielen. So. Wenn ihr jetzt also in diesem variablen, algorithmischen Zustand dieser Playlist seid, dann nehmt ihr diesen Link her und schaltet da einfach Werbung drauf. Dass einfach mehr Traffic von euch auf diesen Track kommt und hoffentlich bei Spotify ein rotes Lämpchen angeht, beim Spotify-Algorithmus, und da dann nachher steht, hey, der Track funktioniert auf dieser Playlist wahnsinnig gut. Da kamen Leute rein, haben auf den personalisierten Link geklickt und signalisiert, hey, wir wollen diesen Track auf dieser Playlist und wollen es auch hören. Und wir haben schon gesehen, dass Tracks da nicht nur in diesem algorithmischen Zustand weiter hochkommen, ja, oder ich sag mal im Durchschnitt für mehr User weiter hochkommen, sondern potenziell auch eben aus diesem algorithmischen Zustand rausfallen und in so einen Fixed Spot geraten. Und das wäre natürlich der absolute Jackpot. Ja, oder eben auch dann eben in den noch größere Playlist dann hochwandern. Das ist ja auch im Endeffekt das, was ja die Editoren in diesen ganzen Masterclasses ja auch spreaden, im Endeffekt an Knowledge. So, je besser ein Track innerhalb einer Playlist performt, desto eher sind ja auch die Chancen da, dann in eine größere Playlist dann zu wandern damit. Und also ich glaube, grundsätzlich ist ja immer der Schlüssel, auf einer Plattform gut zu performen, indem du Fans auf die Plattform aktiv bringst. Und sei das jetzt über Ads oder eben wie auch immer, ist, glaube ich, so der Way to go auf jeden Fall. Vor allem, ich glaube, dass es langfristig auch Sinn macht, insofern, dass wenn der Track auf der Playlist funktioniert, dann bleibt er auch also mindestens in diesem algorithmischen Zustand ewig da drauf. Also seitdem Spotify da ein bisschen was umgestellt hat, haben wir bei Dictus Tracks im Katalog, die sind seit Dezember 2022 im algorithmischen Zustand von so einer Editorial und werfen seitdem täglich 2.000, 3.000 Streams ab. So, und das ist schon ganz, ganz, ganz beachtlich und wäre in dieser Form mit diesem früheren Editorial-Konstrukt auch gar nicht möglich gewesen. Deshalb
Ich finde es wahnsinnig gut. Wir werden sehen, wo es noch hinführt, aber aktuell ist es richtig cool. Jetzt gab es doch aber auch mal eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch geht. Ich meine ja auch, dass die da regelmäßig mal was umstellen, aber du hattest doch damals auch einen Weg gefunden, selbst Tracks in Editorials, also in feste kuratierten Editorials, zu einzelnen Tracks Links zu bauen, wo dann genau dieser Track dann auch in der Playlist gespielt wird. Mhm. Das ist ja natürlich auch der Mega-Game-Changer. Also da musst du dich ja theoretisch gar nicht mehr zwingend auf den Personalized-Link dann verlassen, sondern kannst ihn dir selber zusammendübeln. Richtig. Das wäre wahrscheinlich was für eine ganz eigene Podcast-Episode. Absolut, aber wen es interessiert, ihr könnt euch mal mit Deep-Linking ein bisschen beschäftigen. Das geht nämlich auch auf Spotify. Da kann man praktisch, im Grunde genommen, kurz gesagt, man hat einen Track-Link und in der tatsächlichen URL von dem Link packt man diesen Track in Kontext mit der Playlist und dann wird eben dieser Track innerhalb dieser Playlist gespielt, statt einfach nur der Track. Aber wie gesagt, schaut euch das mal an, ihr findet da online ganz coole Sachen dazu. Ja, cool. Ja, mega. Na cool. Willst du weitermachen? Die hat mir gut gefallen. Wir machen weiter mit